Hallo Leute, willkommen zu einem zweiten Teil von Nennenswerte Enttäuschungen Thema Anime. Ich muss sagen, so viele Enttäuschungen habe ich zum Glück nicht in meiner Sammlung. Ne? Fangen wir mal an mit etwas Bekanntem und etwas, was ich zumindest als Fernsehserie sehr geliebt habe. Und zwar die Filme von Ranma ein Hype. Ich bin ein großer Fan von Rumiko Takahashi, sollte mittlerweile jeder irgendwo mitgekriegt haben. Ne? Und natürlich allen voran dem Klassiker Ranma ein Hype. Und irgendwann habe ich mal diese Filme hier im Set für, keine Ahnung, 5 Euro bis 10 Euro neu gekriegt, ne? Bei Saturn oder so als Bundle oder so. Ich weiß nicht mehr. Jedenfalls bin ich ganz, ganz billig an die beiden Filme rangekommen und habe mich natürlich gefreut, endlich wieder Ranma in Action zu sehen, ne? Ja, die Ernüchterung kam dann auch schon direkt beim ersten Film. Bis auf, dass er sich urisch lang anfühlt, obwohl er gar nicht so lang ist. Er geht nur 75 Minuten. Nichts. Es gibt kaum einen schönen oder lustigen Moment. Das wirklich Beste ist immer noch die Anfangsszene. Ihr seht sie hier. Wo Ranma-chan oder eben Ranma-kun von allen Figuren, die man aus der Ranma-Halbwelt kennen, durch die Stadt gehetzt wird. Das ist das einzig Coole, bis dann plötzlich ein komischer Elefant auftaucht und Happosai angreift. Und ab dann wird das Ganze zu einem riesigen Bullshit-Fest, was man mal nach keinerlei Charme hat und mit der Fernsehserie nicht mithalten kann. Ne? Dann gibt es dazu noch den zweiten Film, Ni Hao Mai Konkubine. Der haut es zumindest optisch raus. Er sieht nämlich relativ modern aus, ist dabei aber auch, seht ihr es, relativ Ichi-lastig, was mir dann wiederum nicht mehr gefallen hat. Storymäßig hat das Ding leider auch kaum etwas zu bieten, aber es gibt wenigstens ein paar coole Fights. Ne? Beide riesige Enttäuschungen. So. Das nächste Ding ist etwas, was ich gar nicht mehr im Original hier habe, und zwar The Skycrawler. The Skycrawler war so ein Ding, das war vorab so richtig schön hoch angepriesen. Das scheint auch eine extremst interessante Thematik zu sein, aber ich kann diesem Film schlichtweg nicht folgen. Ich finde ihn einfach von der ersten Minute bis zur letzten langweilig. Es geht um einen Piloten, der in einem Krieg kämpft, ne? Und gerade neu an eine Basis versetzt wird, wo eben auch schon ein paar andere in diesem Krieg kämpft, ne? Und wir erfahren aber, dass die sozusagen immer wieder in diesem Krieg kämpfen. Sie sterben und dann kämpfen sie wieder im selben Krieg. Und dann ja, sterben sie wieder und kommen wieder dorthin. Und irgendwie ist das sozusagen Ersatz für Krieg. Das heißt, diese paar Piloten werden eben in den Krieg geschickt, damit die wirkliche Welt keinen Krieg führen muss. Ich denke, das Ding soll wahrscheinlich extremst zum Nachdenken anregen. Aber wie gesagt, ich fand ihn einfach nur langweilig, weswegen ich dafür keine Empfehlung aussprechen kann, ne? Es sieht optisch sehr geil aus, aber das ist auch das Einzige, was so wirklich hängen bleibt. Ne? Einen weiteren Anime, den ich auch nicht im Original mehr hier habe, eine zweiteilige OVA, Submarine 707 Revolution, beruht auch auf einem uralten Manga aus den, ich glaube, 80er Jahren, vom selben Mangaka wie eben auch Blue Submarine Number 6. Und ich bin ein Riesenfan von diesem Film. Ich bin hier auch immer noch am Überlegen, mir die Blu-ray zu holen, weil ich diesen Film einfach so genial finde. Und dementsprechend hatte ich natürlich hohe Erwartungen an diesen Film. Zusätzlich war er noch von Panini Video lizenziert worden. Ne? Und dementsprechend hat man da natürlich gedacht, das muss auch noch mega geil sein, weil zu diesem Zeitpunkt hat Panini eigentlich schon nur die Top-Seller gebracht. Ne? Am Ende war es einfach stinkend langweilig und kann von mir auch keine Empfehlung geben. Ich kann euch nicht mal wiedergeben, worum es geht. Es geht eben um dieses U-Boot 707, was durchs Meer schwimmt. Also es hat nicht so eine eingehende Story wie das hier, welche zum Nachdenken oder so anregt. Nein, für mich also auch ganz klar ein Ding, was man nicht braucht. So, ein Titel dann wieder, den ich eben auf Disc habe, aber auch nur, weil ich ihn nicht kopieren kann, wegen Kopierschutz. Phantom the Animation. Kann ich auch gleich sagen, ich habe das Ding einmal geguckt. Es ist eine dreiteilige OVA. Es gibt auch noch eine 24-teilige Anime-Serie, die aber hier mit nichts zu tun hat, sondern schlichtweg dasselbe, nur anders erzählt. Ne? Das Phantom-Ding ist irgendwie eigentlich ein Videogame von Sega, glaube ich, war es. Und das ist eben die erste Anime-Adaption. Und die 24-teilige Serie ist dann eben nochmal eine Adaption von dieser Spielereihe. Ne?
Ja, mich hat das natürlich interessiert, weil ich zu diesem Ding, zu diesem Zeitpunkt total steil gegangen bin auf diese Girls with Gun Animes. Und ja, hier geht es zwar um eine männliche Figur mit Guns, aber mir kam es eigentlich nur auf das Thema Guns so wirklich an. Ich fand diese immer irgendwie gut erzählt und habe mir dann dieses Ding geholt. Und wie gesagt, es ist jetzt 7, 8 Jahre her, dass ich den geguckt habe. Ich weiß nur, es war stinklangweilig. Ich kann euch nichts von der Handlung wiedergeben. Ich will dieses Ding nie wieder gucken, ne? Das ist alles, was ich dazu sagen kann, ne? Ja, dann auch ein Titel, bei dem ich wieder sehr hohe Erwartungen hatte. Obwohl es eigentlich ein Genre bedient, was mich persönlich eigentlich gar nicht so wirklich sticht. Oder zumindest augenscheinlich ein Genre bedient, was mich nicht so sehr sticht. Und zwar Scarlet Princessin. Oder Princess. Also, ne? Scarlet Princess. Was soll man hierbei denken? Titelbild, Name, Fantasy. Ich mag keine Fantasy-Animes so wirklich. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen ist das nicht mein Genre. Ne? Ne? Aber die Trailer sahen ganz gut aus. Der Preis war auch okay. Ich glaube, das Set 30 Euro wieder bei Nippon Art in irgendeiner Aktion habe ich mitgenommen. Oder es war vielleicht sogar bei einer One-Buy-One-Free-Aktion dabei und ich habe gar nichts für bezahlt. Ne? Kann auch sein, weiß ich alles nicht mehr. Ne? Auf alle Fälle Schnäppchen so oder so, weil bei Nippon Art kaufe ich immer nur zum Schnäppchen. Sollte klar sein, brauchen wir also nicht weiter diskutieren. Ne? Der Trailer sah gut aus. Das, was hier erzählt wird, klingt auch ganz interessant. Wir haben es hier mit einer jungen Frau namens Pacifica Casul zu tun. Ja, die ein schweres Schicksal hat. Und zwar, ja, gibt es eine Prophezeiung um sie, die besagt, dass sie die Prinzessin der Zerstörung ist und die ganze Welt zerstören soll. Und so sollte sie schon als Baby getötet worden, gelangt dann aber wiederum in die Hände einer kleinen Familie, in der sie aufgenommen wird. Hier sehen wir ihre beiden Stiefgeschwister sozusagen, die nun, als sie 15 Jahre alt ist, mit ihr zusammen auf Reisen gehen, um eben dieses Schicksal abzuwenden, ne? Ganz einfach. Und soweit ist das eigentlich auch okay. Klassischer Science Fiction, recht gut erzählt, hat ein bisschen Slayer-Charme, nur ein bisschen ernster. Dazwischen ein paar klassische Filler-Folgen, alles soweit okay. Bis dann zum Ende uns endlich klar wird, was es mit dieser ja, Prophezeiung um die Prinzessin der Zerstörung auf sich hat. Dann macht das nämlich eine 180-Grad-Wendung vom Thema Fantasy zu Science Fiction à la Matrix, ganz einfach. Und man denkt sich nur, why? Warum macht ihr das? Was für ein Scheiß soll denn das? Ich habe eine Fantasy-Story bestellt und keine Science-Fiction-Story. Ich wollte da eine ordentliche Geschichte schauen. Ah, nein! Na, also war am Ende dann einfach extremst enttäuscht. Okay, ich muss auch sagen, die Füllerfolgen dazwischen, also die haben ihre Längen und da guckt man auch nicht mehr ganz so aufmerksam. Also eigentlich ist nur der Anfang und das Ende so wirklich wichtig, aber dass dieses Ende dann so eine Kehrtwendung macht, sorry, brauche ich nicht. Und es hat mich dann auch sehr geärgert. Das ist ähnlich wie eben auch bei Planet of the Beast King, wo das dann einfach alles irgendwie nicht mehr gepasst hat für mich, ne? Ich möchte hier mal betonen, das hätte ich vielleicht auch schon beim ersten Video sagen sollen, nicht erst hier. Das ist natürlich nur meine Meinung. Ne? Wie gesagt, Skycrawler zum Beispiel soll eigentlich ein Mega-Teil sein. Es wurde vorab extremst angepriesen und es hat auch ein paar Auszeichnungen bekommen. Ich konnte dem Ding aber, was es mir erzählen wollte, nicht so wirklich folgen. Ganz einfach. Ne? Und dementsprechend hat es mir dann natürlich keinen Spaß gemacht. Ne? Das heißt nicht, dass das für euch auch gilt. Ne? Enttäuschung, die ich erlebt habe, nachdem ich es gekauft habe. Darum geht es hier. Ne? Gut, damit würde ich sagen, wir sind durch. Ich glaube, ich kann doch noch eine dritte Folge jetzt aufnehmen. Fällt mir gerade noch ein. Ne? Und dementsprechend nehme ich jetzt noch gleich eine dritte Folge hinterher auf. Warum nicht? Ne? Dann sind wir dann auch an sich komplett durch, weil genau fünf Titel. Fünf, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nee, also fünf Titel sind es nämlich noch. Und warum dann eben nicht, wenn mir dann doch gerade noch die zwei Titel eingefallen sind, bei denen ich die ganze Zeit am Überlegen war. Also damit ist jetzt Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, Leute. That's all, folks.